Schwerin-Sport tief wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Sportförderer Nummer 1 in der Region. Es ist schon enorm, wie sich das Sven Lange Gedenkturnier des BC Traktor Schwerin in den letzten Jahren entwickelt hat. Von einer regionalen Nachwuchsveranstaltung zu einem internationalen Top-Wettkampf. Boxer aus Sri Lanka, Indien oder der Mongolei fanden den Weg nach Schwerin. Dazu klassische Boxnationen wie Polen, Frankreich oder England. Ja, mittlerweile, glaube ich, braucht sich dieses Turnier vor keinem in der Welt verstecken. Wenn man sieht, wie viele Nationen hier sind und von wo die Länder überall anreisen, und auch die Klasse, die da oben im Ring abgeliefert wird, jetzt über alle 3 Tage hinweg, da sind wir ganz weit vorne. Ich denke, es ist absolut außergewöhnlich. Wir haben all die Nationen hier vertreten. Wir haben Viertel-, Halbfinals- und Finalkämpfe. Wir haben 7 englische Boxer im Finale und nur 2 Boxen gegeneinander. Das ist das Spannende. Alle Länder kommen hierher und wollen auf der großen Bühne kämpfen. Gut gemacht, Schwerin. Gerade die Engländer bieten immer ein Team auf, bei dem viele Boxer um die Titel mitkämpfen können. Einer von ihnen im Fliegengewicht, Rhys Dehan. Bisher mit 50 Kämpfen in seinem Kampfbuch, 41 hatte der drahtige Brite gewonnen. Sein Gegner, Anil aus Indien. Damit trafen die beiden Teams aufeinander, die sich in den Vorausscheidungen am besten durchsetzen konnten. Der Inder übernahm die Kontrolle im Kampf. Aber Rhys Dehan erwies sich, vor allem in der letzten der 3 Runden, als zäher Fighter. Es sah zwischendurch nicht unbedingt so aus, aber Rhys Dehan konnte seinen Finalkampf gewinnen. Er ist ein guter Punktesammler, er kann die Schläge aus seiner Distanz gut timen. Er bewegt danach schnell seine Füße und wird so selten getroffen. Er hat eine sehr starke letzte Runde geboxt und so die Punktrichter überzeugt. Er hat das getan, was er tun musste, um die Goldmedaille zu erringen, und das war unser Ziel. Auch der gastgebende BC Traktor Schwerin konnte 3 Boxer ins Finale bringen. Sadek Lasem ist eines der Schweriner Eigengewächse, das sich in den letzten Jahren am stärksten entwickelt hat. Auch er musste gegen einen starken Inder ran. Bhavesh Khatimani brachte Sadek Lasem von Anfang an in Schwierigkeiten. Generell hier bei den Indern, die haben eine unglaubliche Physis und marschieren hier 3 Runden durch, haben von 11 Leuten 10 im Finale. Das sagt natürlich schon, mit welcher Mannschaft die hier angereist sind. Das sind schon wirklich die Besten des Landes. Boxerisch stehen wir dem in keinem nach. Wir hatten ja gestern mit Farshad auch einen, der gegen Indien geboxt hat. Aber es ist eben einfach bei unseren jungen Leuten noch die Physis, die so ein bisschen fehlt, um ihr Konzept also 3 Runden konsequent durchzuboxen. Sadek konnte die anderen beiden Runden zwar etwas ausgeglichener gestalten, kam aber selbst viel zu selten in eine gute Schlagdistanz. Khatimani dominierte im Endeffekt alle 3 Durchgänge und stand am Ende bei allen Punktrichtern als Sieger auf dem Zettel. Für Sadek Lasems Entwicklung ist ein Kampf auf diesem Niveau trotzdem enorm wichtig. Ja, unbedingt. Das sind genau die Kämpfe, aus denen man am meisten lernt. Wenn er jetzt das Richtige macht und das Richtige daraus lernt, dann nimmt er sich vor, noch fleißiger zu trainieren, um sein boxerisches Talent und sein boxerisches Können, was er ja hat, noch mehr auszuprägen. Und dann schlägt man auch solche Leute. Boxfans müssen in Schwerin nicht allzu lange auf das nächste Highlight warten. Am 13. Januar feiert der BC Traktor gegen Hannover sein Comeback in der ersten Bundesliga. Schwerin Sportiv wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Sportförderer Nummer 1 in der Region.